Hallo, ich bin Miriam Blättke vom IPK Gartersleben und ich leite hier die Arbeitsgruppe Integrative Mechanistische Modelle. Also ich stamme hier aus der Magdeburger Börde, die sehr bekannt ist für Landwirtschaft. Wir haben hier super tolle Böden und mich hat es schon immer interessiert, wie die Kulturpflanzen sozusagen auf unsere Felder kommen und wie man die Kulturpflanzen fit für die Zukunft machen kann. Und das versuche ich in meiner Arbeitsgruppe zu erforschen. Meine Forschungsthemen sind die Analyse von Daten, die in der Pflanzenforschung anfallen, aber auch die Modellierung von molekularen Prozessen, die in den Pflanzen ablaufen, um dann eben die Kulturpflanzen, die wir auf unseren Feldern finden, zu verbessern hinsichtlich ihres Ertrages und dann auch widerstandsfähig zu machen gegenüber Schädlingen und dem Klimawandel, der uns bevorsteht. In meinem Arbeitsalltag verbringe ich natürlich viel Zeit am Rechner mit der Datenanalyse und Modellierung, aber ich bin auch viel im Kontakt mit den Wissenschaftlern, die im Labor, im Gewächshaus oder im Feld arbeiten, um zu verstehen, was deren Probleme sind, um daraufhin eben spezielle Analysemethoden zu entwickeln und durchzuführen. Nachhaltige Landwirtschaft bedeutet für mich, dass ich am Computer dazu in der Lage bin, eine Pflanze nachzubauen und mithilfe dieses Modells im Computer von einer Pflanze kann ich dann verschiedene Simulationen durchführen und auch testen, wie ich die Pflanze optimieren kann, das heißt, wie ich die Pflanze fit machen kann für die Zukunft, dass sie eben hitzebeständig ist und Dürren aushält oder eben auch resistent gegenüber Schädlingen ist, wie zum Beispiel verschiedenste Käfer, Pilze und Viren. Ich bin schon super gespannt auf eure Ideen und Beiträge für Crops for Future und werde sehr viel Freude haben, diese Ideen mit euch im Herbst zu diskutieren.